Dann sage ich mal herzlich willkommen zur zweiten Etappe der Kalifornien-Rundfahrt. Über 197 Kilometer von Murrieta nach Palm Springs. Hügelige Etappe, schwere Etappe. Und mit dabei ist wieder der Terror LP. Ja, er ist dabei. Falls er noch künftig so heißt, das weiß ich ja nicht. Ja, momentan noch, ja. So sieht das aus. Ja. Und im gelben Trikot haben wir jetzt also Philippe Gilbert, der sich bei der ersten Etappe das gelbe Trikot geholt hat. Und das mit einem guten Angriff, muss man echt sagen. Also das war Hut ab. Das ist wieder die Kalifornien-Rundfahrt, ne? Richtig. Hast du dir mal das Profil angeschaut? Ja, hast du gesagt, ne? Habe ich gerade gemacht, ja. Okay. Also viele hügelige, nee, eigentlich ja doch schon recht hügelig, recht flach, das meiste. Ein hügeliges Zeitfahren wartet noch auf uns und eine Bergetappe auf der vorletzten Etappe. Die wird also wahrscheinlich ganz wichtig werden in Sachen Gesamtwertung. Ich bin mal gespannt, wie sich Kudus schlagen wird in Sachen Zeitfahren. Es ist natürlich doof, dass Gerdemann so einen großen Rückstand hat. Er ist schon 17 Minuten Rückstand. Ja gut, damit ist das Thema wohl erledigt. Und Gerdemann ist natürlich ein besserer Zeitfahrer als mehr wie Kudus, aber na gut. Nee, wir setzen auf Kudus, das haben wir jetzt von Anfang an schon gesagt und jetzt mit dem Abstand von Gerdemann passt das ja auch. Sollten wir auch machen. Passt das ja auch gut zusammen. Ist auch gut gefahren. Ja, also auf der ersten Etappe auf jeden Fall. Ja, definitiv. Bin halt mal gespannt, wie das Zeitfahren fährt, er hat nur 61 im Zeitfahren, von daher mal gucken. Wird er bestimmt die eine oder andere Minute verlieren auf den... auf die Besten. Was ist denn hier für eine Bewegung im Feld? Drei Fahrer sind an der Spitze. Das sind Stijn DeVolder, Martel Maaskant und Rothwell von Team NetApp Endura. Und dahinter, okay, die wurden wieder eingeholt. War nämlich gerade kurz Philippe Gilbert ein bisschen vorm Feld. Aber den haben sie natürlich ganz schnell wieder geholt. Das gelbe Trikot muss man jetzt hier nicht in die Ausreißergruppe lassen. Nee, das wäre etwas seltsam. Das wäre auch nicht schön. Das stimmt. Ja, ich bin mal gespannt, wie sich dieser Kudus schlägt, ne? Ja, ich auch. Ich kann den irgendwie schlecht einschätzen, den Kerl. Der Malaysia-Rundfahrt hat damals gewonnen, das war recht stark. Damals vor Simon Yates und auch Padilla hat er da... Gut, Padilla hat dann für ihn gearbeitet, aber trotzdem. Weil sich mit einer schönen Attacke am ersten, bei der ersten Bergetappe vor so 60 Kilometer vor dem Ziel hat er sich die Rundfahrt gesichert, also das war schon nicht übel. Aber es sind noch nicht die Top-Männer mitgefahren, muss man auch klar sagen. Okay. Und hier sind ja schon ein paar dabei, so Sanchez, Frank Schleck. Ja, da sind jetzt schon ein paar gute dabei, ne? Richtig. Da muss man erstmal gucken, wie das hier so laufen wird. Regnerische Etappe heute, muss man auch sagen. Und ich meine jetzt einfach mal die achtfache Geschwindigkeit, denn hier passiert gerade nicht sehr viel. Das Feld hält die Ausreißer auf Distanz so ein bisschen. Und die versuchen natürlich, ihren Vorsprung jetzt so groß wie möglich werden zu lassen, um vielleicht eine realistische Chance zu haben. Und die Strecke ist durch Sturz gefährdet, ne? Ja. Wobei im Spiel irgendwie viel weniger Stürze passieren als im Real Life, ne? Ja, das stimmt. Gerade bei Sprints oder bei regnerischen Sprints, da ist das dann schon so, dass dann öfter eigentlich schon mal jemand auf die Fresse fliegt und meistens nicht nur einer, sondern dann gleich 10. Das kann gut sein, ja. Kommt oft vor. Aber dann spielen irgendwie selten. Aber man kann auch froh sein, weil dann sind die eigenen Fahrer nicht so oft verletzt. Ja, das stimmt. Verletzungen sind auch eher selten durch Stürze. Habe ich auch noch nie gehabt. Ja, also das ist wirklich echt selten. Und meistens dann, wenn man hier simuliert hat, wenn man selbst fährt, passiert das eigentlich gar nicht. Mhm. Hatte ich bis jetzt damals in der Saison, wo ich so gesuchtet habe, hatte ich auch noch keine Verletzung gehabt. Okay. War ja drei Jahre, vier Jahre schon gespielt, ne? Ich glaube auch, also hast du richtig viele Saisons durchgezockt. Hau mal rein! Hast du die Bananenschalen geraucht oder was? Ah, schön. Oh, von Rendsburg ist leider zurückgefallen, ne? Ist auch nicht so schlimm. Dann lassen wir mal Gerdemann die Flaschen holen. Ich meine, der hat jetzt eh genug Rückstand. Das ist dann halt jetzt unser Flaschenholer. Warum nicht? Der wird es wahrscheinlich auch können. Dem traue ich das eigentlich schon zu. Wenn nicht der, Beton. Eben. Denke ich mir auch. Ja, dann gucken wir mal, was heute diese Etappe von uns bereitet. Also ihr seht schon, dieser große Berg der ersten Kategorie, der wird hier einfach nur überfahren. Der ist zu weit weg vom Ziel, als dass man da irgendwie... Oh, es schneit ein bisschen. Als dass man da irgendwie was ausrichten könnte. Badur holt sich trotzdem die Punkte hier oben. Natürlich, der versucht's.
Die zieht auch gleich durch, so wie es aussieht. Ja, warum nicht? Hier oben die ersten Schneeflocken tatsächlich in der Luft. Das ist heftig. Muss man einfach so sagen. Ja. Aber wirklich nur ganz oben. Jetzt ist schon nur Regen. Oft, ne? Ein paar Leute haben zu trinken. Ah, jetzt haben wir wieder alle. Ja, ja. Hab schon einen durch die Gegend geschickt. Ja, jetzt haben wir noch 95 Kilometer. Es geht am Ende nochmal eine Rampe hoch. Korrekt. Alter, was ein Nebel jetzt. Oh. Bis dahin wird es halt dann erstmal einfach nur Abfahrt, bisschen gerade und dann geht es wieder hoch. Wirklich? Das könnte hier eine Sache werden, die könnte spannend werden. Das könnte so sein, ja. Vor allen Dingen, ja, für den Kudos wird es spannend. Mal gucken, wie er sich schlägt. Aber vor allen Dingen natürlich für Gilbert oder für Sanchez auch oder für Frank Schleck. Das sind ja gerade die Leute, die bei so Ankünften doch schon zu den Favoriten gehören. Kwiatkowski ist ja auch mit dabei. Stimmt, den haben wir vorhin vergessen aufzuzählen, glaube ich. Ja. Der muss, der Pole. Okay. Pole, ne? Ja, ein Pole ist er. Alter, was ein Nebel? Ja, fuck! Ist gerade. Es ist very much fuck! Korrekt. So, ich mag das Wort fuck einfach. Das kann ich verstehen. Ja? Du glaubst, ich bin fett? Fuck. So, ich schicke gerne mal noch was zum Trinken holen. Lieber früh als. Ja, ist besser meistens, weil jetzt kommt dann nochmal der letzte Anstieg und dann da nichts mehr zu trinken zu haben. Das kennen wir doch aus eigener Erfahrung, das ist zu deutsch gesagt. Das ist nicht schön. Ich habe mir übrigens was überlegt. Was denn? Also, geht es ums Real Life. Wenn wir im Sommer bei den Hitzetemperaturen, ne, wieder fahren, dann ist ja das Wasser schnell wie Pisse. Ja. Es gibt so Flaschen, die sehen eigentlich genauso aus. Ja. Sind auch genauso schwer wegen Gewicht. Ja. Also, vielleicht sind die ein bisschen schwerer, aber die halten kühl. Es gibt so Flaschen. Ja. Also, wie eine Thermos. Flasche eigentlich so ein bisschen, aber halt in der Größe und in dem passenden Stil. Okay. Und Leichtmaterial, damit das Getränk halt kalt bleibt. Oder halt, wenn wir jetzt im Winter fahren würden, wenn wir uns da einen Tee reinhauen, dass der warm bleibt. Korrekt. Also was auch gut hilft, kann ich mal hier einen alten Radfahrer-Tipp hier raussprechen. Wenn man ganz normal Trinkflaschen mit Isolierklebeband einwickelt, das hilft auch. Da bleiben die Sachen auch echt kühl bzw. warm, je nachdem. Mhm. Hilft auch ein bisschen. Ja, isoliert, ja. Ja. In die vorne gab es noch ein paar Attacken, nachdem die eigentliche Gruppe des Tages eingeholt wurde. Gregor Bohle, Van Marke und so weiter sind hier nochmal abgehauen. Konrad war eigentlich auch noch gerade mit Konrad. Dabei. Konrad! Aber der ist schon wieder weg. Der ist weg? Er weiß auch nicht, wo er ist. Vor allem sind es nur noch 20 Kilometer. Einfach so. Oh Leute von heute. Einfach. So. Zwei Fahrer von Belkin, zwei von Kacharural, die hier abgehauen sind. Mal gucken, wie weit die sich schlagen, weil 1,30 haben die schon Vorsprung, eigentlich nicht übel. Aber es kommt halt noch dieser letzte Hügel. In 17 Kilometern. Astana sehen wir vorne, für wahrscheinlich Vogelsang. Vogelsang, ja. Und BMC für Gilbert. Ja, wie zu erwarten, ne? Mhm. Ja, der ist halt natürlich ein großer Favorit, ganz klar. Aber ich glaube, der Kudus, der kann das schaffen. Der kann da definitiv den ersten Platz erreichen, also da bin ich 100% sicher. Okay. Doch, der kann das. Der hat das Zeug, er hat das gewisse Etwas, er hat Flair. Er hat Flair, genau. Ja, vor allem aus dem Land, wo er kommt. Und also, Mikel Landa greift an, Pauls geht mit und natürlich auch Kudus. Ich meine, wo ist das Problem? Gilbert direkt an unserem Hinterrad. Ja, da hat man gerade so schön auf dem Boden gesehen, Vogelsang. Ja? Ja. Sanchez, vive le Tour. Oh Leute. Leute, die Tour auf Kalifornien vielleicht, ja. Jetzt greift hier Peter Velic an, ein bisschen komisch, Teamkollege von Gilbert. Aber okay. Acevedo greift an, Peter Sagan haben wir hier noch. Der trifft den Ball doch nicht. Ja, die Attacke von uns war ein bisschen sinnlos. Ja, die hat leider gar nichts gebracht. Ich hab ein bisschen Kraft getroffen. Das schon, ja. Das aber es geht noch. Oh, Gilbert, der sieht nicht mehr so frisch aus gerade. Er hat sich da scheinbar ein bisschen überschätzt, genauso wie Landa. Das sind also jetzt die ganz vorne sind. Dahinter Pools, Bohle, Sanchez haben wir hier auch, Sagan und da ist auch schon mehr wie Kudus. Der wird jetzt schauen muss, dass er da in der Gruppe irgendwie mit dran bleibt. Können wir mal versuchen, ihm zu folgen. Wobei der Sagan ist auch dabei. Oh Leute. Sehr viel Kraft. Ja, der ist im Hügel sehr stark. Also schon muss man sagen. Der ist ein Armstark. Ziemlich, ja. Am Berg ist er nicht so, aber für einen Sprinter doch beeindruckend gut. Ja. Guck mal, dass wir so gut wie möglich hochkommen. Der Attacke werde ich jetzt nicht hinterher fahren. Nee, das klingt nichts. Du bist doch noch zu einfach klein. Ja, ja. Nee, der ist aber noch. Also, was ist denn da?
Der ist jung, ich weiß gleich 21 maximal, irgendwie sowas. Da schalte man nur auf die Balken. Ich gucke jetzt auch nicht, wer da vorne gewinnt. Das können wir uns gleich in der Siegerung angucken, aber wichtig ist jetzt erstmal, dass wir hier mit Kudos nicht überdrehen und am Ende noch irgendwie abgehängt werden. Du weißt jetzt wahrscheinlich. Ja, davon ist das Ziel. Eben. Ja, war doch oh, nicht okay. So schlecht. Top 10 ist leider nicht mehr geworden, aber war knapp. Ich glaube, 12. sind wir jetzt geworden in der Etappe. Müsste eigentlich der 12. Rang gewesen sein. Dann sehen wir uns gleich zur Siegerehrung, würde ich sagen. Okay, das lohnt sich nicht. Landa gewinnt die Etappe. Was sagt man dazu? Mikel Landa holt sich die Etappe heute. Zweiter wird Philipp Gilbert, dritter Samuel Sanchez, gefolgt von Acevedo, Puls, Velic, Kwiatkowski, Fuglsang, Brajkovic und Busche. Das sind die ersten 10 des Tages. Hätte ich jetzt aber echt nicht gedacht. In der Gesamtwertung geht damit Gelb auch an Landa. Er zieht also vorbei an Gilbert, dritter Sanchez. Geile Form. Geil. Guck mal, alles grün. In der Punkte, ja. In der Punktewertung weiterhin Gilbert vorne, Landa zweiter, dritter Sagan. In der Bergwertung. Immer noch Padua auf Platz 1. Da hat sich nicht viel getan. Er hat ja heute noch ein paar Punkte dazu bekommen sogar. Ja. Landa führt in der Nachwuchswertung vor Kwiatkowski, Sagan und Kudus. Das ist auf Rang 4. Sind wir vorgestoßen, ne? Ja. Und in der Teamwertung führt BMC weiterhin MTN Kubeka immer noch auf Rang 7. Jetzt gucken wir gerade mal, wie viele wir heute geworden sind und wie viele wir in der Gesamtwertung sind. 12. ist Kudus also geworden, 11. in der Gesamtwertung. Das ist doch gar nicht mal schlecht. Nee, das ist 2 Minuten 47 Rückstand. Aber es wird schon schwer nach vorne zu kommen, also in die Top 5, sage ich mal, ne? Ja. Ja, das Problem ist halt das Zeitfahren. Das kann vieles noch zerstören. Am Berg sehen wir bestimmt besser als Sagan zum Beispiel. Das traue ich ihm schon zu. Und der Abstand zu Sagan ist nicht so groß, aber ich glaube, Sagan ist ein relativ guter Zeitfahrer. Mal gucken. Aber Sagan ist auch nicht Top 5, ne? Sagan ist nicht Top 5, ja. Aber Top 5, glaube ich, das wird sehr, sehr schwer, ja. Das wird extrem schwer, hätten aber wir uns anders mitnehmen müssen. Nee, es wird schwer, ja. Na gut. Wir müssen es versuchen. Richtig. Dann war's das von dieser Folge, deine letzten Worte. Da hast du dir schon Mühe gegeben, ne? Da war schon ein gutes Rennen. Ja. Aber also mehr ging ja nicht, ne? Du hast schon rausgeholt, was rausholen war. Richtig. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge bei Layers of Fear. Layers of Fear. Bis dann.